sind Franzose geworden, nur Deutsch. Nur Deutsch, nicht wieder Franzose. Sind uns mit Gewalt ans Dritte Reich kennt. Es ist ein kleiner Film über ein grosses Thema, der Krieg und Malgrinou. Ein Film, wo ein paar Freunde gedreht haben in der Gegend von Hunsbach. Die Geschichte hat sich ein junger Realisateur ausgedacht, der Benjamin Steinmann, und wir entdecken ihn. Eine Gedenkstätte für den Zweiten Weltkrieg. Im Musée de l'Abri in Rotten haben sich die Schauspieler vom Film originale Uniformen ausgeleitet für dem Schicksal von 130'000 Elsässer und Lothringer, encorporé de force in der Wehrmacht, so not wie möglich zu kommen. Die Stiefel haben wir angehört. Ja. Und Salah fragt, die haben wir noch gehört. Ja. Ich habe mit meinem Großvater schon darüber geredet, weil bei ihm ist der Erfolg waren. Er hat mit Siewitze in die Wehrmacht gehen. Der Julien spielt den Teacher-Soldat. Die Originalsprache sind im Film respektiert. Keine Ahnung. Ich habe ihn so entdeckt. Die Schauspieler sind alle Amateure aus dem Freundeskreis von Benjamin Steinmann. Der junge Realisateur von Beruf aus, Infografist, hat einen Film lang vorbereitet, als er so realistisch wie möglich aussieht. Das ist nicht einfach zu reden. Und das ist, warum habe ich gewählt, dass Akteur und mir sind à 100% drinnen gewesen. Und mit Kostüm muss auch alles stimmen. Wenn jemand kommt, ja, sie wollen das machen, Achtung. Wenn er es machen, wenn er es im Sinn von der Pflicht der Erinnerung. Nicht, weil er Soldaten spielen und alles. Denn in dem Moment wäre es das, was ich schon gesagt habe, Usurpateur de l'Histoire. Und das wollen wir nicht. Pour qu'on change d'uniforme. Avec nos uniformes, pour les Soviets, pour les Américains. On est les Boches. Et alors? Pour les Nazis, on est des déserteurs. Das ist die Geschichte von Soldaten, von Malgrinou. Und sie haben jetzt gesagt, okay, wir gehen fort von Russland, von Polen. Die sind ganz verloren. In ihrem Kopf sind sie verloren, in ihrer Lage sind sie verloren. Und das ist wichtig geworden, gerade für sie, von den Leuten, die sind noch jung geworden. Also sie haben kein schönes Krieg, so wie uns. Die Idee ist ihm gekommen, als er mit 12 eine Zeit lang in einem Rollstuhl verbracht hat und Zeuge vom Krieg hat er erritten. Letztes Jahr hat er seinen Kindestraum verwirklicht und den Film im Norden von Elsass gedreht. Kannst du noch den Platz? Ah ja, da sind wir gewesen. Da haben wir eine Feier gemacht mit dem André. Et Action! Da habe ich einen Storch. Das hat mein Großvater geschnitzelt, wie er im Krieg gewesen ist. Da ist er mit der Wehrmacht gewesen, da ist er Gefangener gewesen. Und es hat er geschnitzelt, wie sie da am Front gewesen sind in Russland. Jüngere Leute wie ich oder noch jünger, die wissen das gar nicht, das ganze Ding, was die alles mitgemacht haben. Weil dann bin ich doch ziemlich stolz, dass man jetzt den Leuten zeigen kann, da ist das der Film, was die alles mitgemacht haben. Die Dreharbeiten haben ein ganzes Jahr gedauert. Wir haben mal richtig gelacht. Der Jonathan, der die Hauptrolle hat im Film, ist nur in seiner Tenue gewesen, Wehrmacht-Tenue, und ist mit seiner Flint rumgelaufen. Und auf einmal ist mein Papa mit dem Traktor ruft vor. Und der Jonathan kommt mit seiner Flint und der Papa hat einfach die Hände in den Tee gemacht. Malgrinou blieb aber noch ein dramatisches Thema. In Hunsbach hat die Grossmama von Benjamin viel darüber erzählt. Die haben Besenstunden erlebt, die Buben. Sie haben sie entwickelt und eingezogen, so kann man sagen. Sie haben sie fanatisiert. Und wo sie zu der SS gekommen sind, sind nicht alle so aufgegangen, was sie da haben müssen machen. Meine Großmutter ist auch viel schuldig, weil sie hat mir gesagt, einmal schaut niemals Rettung davon. Am Anfang. Ganz am Anfang des Projekts viele haben gesagt, nein, Benjamin macht das nicht, weil das ist delikat und reden davon ist immer kompliziert. Aber ich habe gesagt, nein, ich mache das trotzdem. Der Film ist in Sulzufore präsentiert worden und kommt in verschiedenen Kinos von Havenau und Strasbourg. Sein Titel In Memoriam. Wenn uns noch dann wollen, Frankreich verpasst, dann weiß ich auch nicht.